Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Runde des heutigen Streams mit mir, der allerbeste Lukas, den man sich vorstellen kann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mega geil. Ja, ich freue mich auch. Ja, und ich freue mich und wir freuen uns, wenn ihr auf trader-online.de geht und dort Tickets kauft für die, ja, für die Events hier, für jeden Dienstag um 19 Uhr und jeden Samstag ab 12 Uhr mittags, nicht abends. Und dann habt ihr auch mal die Chance, hier mitzuspielen oder auch im Stream zu sein. Let's go. Gut kicken, ne? Hoch entscheidet. Okay. Eine 4. Ich bin schon wieder eine 3. Ja. Eine 3, mit Ansage. Genau, so wie gerade auch. Der Hirn ist kaputt. Ich würde gerne anfangen. Ist okay. Gut, dann auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Ach ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist schon okay. Dieselben Probleme habe ich auch. Mhm. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Ja, das ist vollkommen okay. Ich muss auch ein paar von meinen Karten erstmal durchlesen. Okay. Okay, ich würde erstmal anfangen mit Gesegnetes Schwert der 7 Sterne. Dafür muss ich ein 7-Sterne-Monster von meiner Hand verbannen. Mhm. Und anschließend darf ich dann 2 Karten ziehen. Ja. Das sind meine Kosten. Und dann, wenn es okay ist, ziehe ich 2 Karten. Jo. Supi. Aschenblüte haben wir nicht, weil wir spielen nach der extra angepassten Trader-Banlist. Genau. Für die Casuals, denn wir sind in der Casual-Gruppe. Dann würde ich ein Held lebt aktivieren. Das heißt, du bezahlst 4000 Lebenspunkte und darfst ein Heldenmonster spezial beschwören. Genau, ne? Richtig. Ich würde aber tatsächlich erstmal, nachdem ich dir die Punkte abgezogen habe, ach ey, was ankennen. Und ankennen. Ja, nämlich etwas, wofür ich Lebenspunkte bekomme. Nämlich Geisterschwester und gruselige Hartriegel. die kann ich aktivieren, außer während der Endphase. Mhm. Jedes Mal, wenn du ein Monster, ein Effektmonster als Spezialbeschwörung beschwörst, erhalte ich Lifepoints in Höhe der ATK des jenes Monsters. Falls ich aber in diesem Spielzeug durch den Effekt von Geisterschwester keine Punkte erhalten habe, bekomme ich in der Endphase die Lebenspunkte halbiert. Das gefällt mir. Nein, tatsächlich gefällt mir. Dann würde ich halt den Elementarheld Prisma gehen. Ja, dann bekomme ich erstmal einen 7. Genau. Der ist nur soft by once by turn, ne? Ja. Und dann würde ich einmal seinen Effekt gerne aktivieren. Ich zeige den Fusionsmonster vor, zeige den Vereinigten Torwächter vor. Mhm. Und dann darf ich einen seiner Materialien auf dem Friedhof legen und er wird zu dessen Namen. überlegen. Wie ist das? Einfach schnell gucken. Der nicht. Ich brauche. Okay. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich nehme den Kasajin. Aha. Das heißt, mein Elemental Prisma ist jetzt ein Kasajin. Yay! Juhu! It's a Kasajin! It's a Kasajin! Yay! Also kommt dann so grüner Rauch raus. Mhm. Fusionsentsendung. Würde ich als nächstes aktivieren. So, dann zeige ich dir als nächstes wieder den Vereinigten Torwächter vor. Mhm. Und dann würde ich mir daraufhin einen Suijin holen. Okay, dann gibt das 2-5 für mich. Von mir aus, das nehme ich in Kauf. So, als nächstes würde ich in eine Kontaktfusion gehen. Ja. Indem ich halt ein Kasajin, in Anführungsstrichen, oder ein Suijin verbanne, kann ich den Torwächter von Wind und Wasser holen. Ah. Wind und Wasser ist ein Zauberfallen-Negate, ja. Zweimal pro Runde. Cool. Als Schnelleffekt. Also schon mal ganz stark, glaube ich. Dann würde ich in die nächste Kontaktfusion gehen. Also du kriegst wieder Lebenspunkte. Ich krieg hier noch Lebenspunkte durch ihn oder was? Ja, oder? Spezialbeschwörung, oder? Ach ja, genau. Genau, richtig. 2, 4, 5. Genau, 2, 4, 5. Ja. Die wollen wir nicht vergessen. So, dann als nächstes würde ich in die nächste Kontaktfusion gehen. Dafür brauche ich halt einen Kasajin im Friedhof und einen Sangha
in meiner Hand, um mir den Torwächter von Donner und Wind zu holen. So. Der kann was ganz Tolles. Und zwar kann ich once by turn kann ich eine Zauberfalle, die Sanga, Kasejin oder Tsujin erwähnt, von meinem Deck der Hand hinzufügen. Okay, ich kriege erstmal wieder 2,5. Genau, 2,5. Machen wir noch 40 Minuten weiter. Machen wir. So, dann, wenn das okay ist, würde ich dann mir was suchen. Ja. Perfekt bis jetzt. Bis jetzt läuft es ganz gut, hoffe ich. Kommt drauf an, was du gleich da machst. Und dann würde ich mir Ryoyuku Wächter holen. Ja. So. Dann darfst du einmal abheben. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann würde ich noch eine Karte setzen. Mhm. Und dann bist du erstmal dran. Alles klar. Draw. Mhm. Standby Phase und Main Phase. Was konnte er nochmal? Er konnte, wie gesagt, nur in meinem Zug kann er eine Zauberfalle mit der Hand hinzufügen, die Torwächterteile erwähnt. Ja. Und wenn er das Spielfeld verlässt, Moment, falls diese offene als spezial besprochene Karte, die ihren Besitzer konsolidiert, das Spielfeld durch eine Karte eines Gegners verlässt, du kannst einen deiner verbannten Teile kannst du dann wiederholen. Das kann er genauso und er ist halt ein Negate für Zauberfallen. Ja, nur die Aktivierung oder auch die Effekte? Einmal pro Kette, wenn dein Gegner eine Zauberfallenkarte oder einen Zaubervereffekt auf dem Spielfeld aktiviert, Schnelleffekt, du kannst jeden Effekt annullieren. Du kannst diesen Effekt von Torwächter von Wind und Wasser zweimal pro Spielzug aktivieren. Verwenden. Verwenden. Okay. Gut, gezogen habe ich jetzt gerade. Ich würde mal anfangen mit einer Normalbeschwörung, meiner Main Phase. Raubpflanze Rackwurzskorpion. Auf seine normale Spezialbeschwörung kann ich ein Monster abwerfen. Und dann kann ich ein Raubpflanzenmonster aus meinem Deck spezial beschwören. Den Effekt aktiviere ich. Mhm. Das sind Kosten, ne? Das sind Kosten, genau. Okay, dann würde ich sofort von anketten mit Beute des Jirai Shikumo. Ja. Ich kann diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, als normales Monster, Insekt Erde, Stufe 5, ATK 2100, Def 100, mhm. in die Main-Monster-Zone, in ihre eigene Spalte, also sprich so. Ja. Dann kannst du ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, in derselben Spalte zerstören. Alles klar. Dann kriege ich sowieso erstmal die Special. Und dann in der neuen Kette würdest du den dann... ist, glaube ich, ein Effekt, glaube ich. Ja, ist ein Effekt. Ja. Also da wird gleichzeitig mit zerstört bei der Beschwörung. Das ist... Ja, okay. So, ja, okay. Dann wird er halt mit zerstört. Ja. Dann Effekt Lilienkober. Wenn der durch den Effekt eines Raubpflanzenmonsters gespecialt wird, kann ich mir eine Polymerisation oder Fusionszauberkarte vom Deck dann hinzufügen. Okay. Wo sind die guten Nudeln? Da, Instant Fusion. Dann würde ich einmal die Aromagärtnerei aktivieren. Die sagt, falls ein oder mehr Aromamonster genommen oder gespecialt werden, dann bekomme ich 1000 Life Points. Und wenn ein oder mehr Monster einen Angriff deklarieren vom Gegner, wenn ich weniger Life Points habe als du, kann ich ein Aromamonster von meinem Deck spezial beschwören. Ich würde sie... Also die Aktivierung zerstören. Alles klar. Annullieren und zerstören. So. Das heißt, ich nehme meinen Würfel. Mhm. Der hat noch einen offen. Ein Negate hat noch offen. Jo. Ja, dann aktiviere ich meine Instant-Fusion für 1000. Ja. Und auch die würde ich dann negieren wollen. Oh nein. Dann habe ich noch was. Fertigfusion. Also. Das ganze ungesunde Essen. Also ich kann nochmal 1000 Life Points bezahlen, dann kann ich einen Nicht-Effekt-Fusionsmonster von meinem extra Deck, dessen Stufe, was Stufe 6 oder niedriges, spezial beschwören. Mhm. Das kann aber nicht angreifen, wenn der Endphase zerstört.
Okay. So, dann kommt Rosengespenst von Dun. Die kenne ich noch aus dem Videospiel. Jo. Die Karte kann aber so jetzt weiter nichts, ne? Nein, sie kann erst nur wieder was, wenn sie in den Friedhof ist. Dann könnte ich sie verbannen und dann halt wieder ein Teil, was verbannt ist, meine Hand hinzufügen. Okay. Mhm. Dann mache ich eine Linkbeschwörung. Frech. Ist es auch. In Aroma Seraphie Jasmin. Zonen auf diese Zeit, also Monster auf diese Zeit und sie selber, können nicht durch Kampf zerstört werden, solange ich mehr Life Points habe als du. Außerdem kann ich ein Monster auf das sie Zeit als Tribut anbieten, ein Pflanzenmonster, und dann kann ich ein Pflanzenmonster aus dem Deck spezial beschwören in Verteidigungsposition. Und der dritte Effekt ist, falls ich Life Points bekomme, kann ich in meiner Hand ein Pflanzenmonster vom Deck hinzufügen. Mhm. Ich guck mal schon mal. Okay. Ja. Okay. Ich habe aber, glaube ich, einen ganz kleinen Fehler gemacht. Ne, habe ich gar nicht. Ich kann spezial beschwören. Aromagister Lorbeer aus meiner Hand, weil ich mehr Life Points habe als du. Der hat noch als Effekt, wenn ich Life Points bekommen würde, kann ich ein Nicht-Empfänger-Monster wählen auf dem Spielfeld und das wird zum Empfänger. Mhm. Jetzt würde ich aber erstmal den Effekt von Jasmin aktivieren wollen und Lorbeer tributieren, der auch den Effekt hat, dass ich 500 Life Points bekomme, wenn er das Spielfeld verlässt. Mhm. Oder wenn er auf den Friedhof gelegt wird. So. Um jetzt erstmal im Verteidigungsmodus zu specialen, wenn das okay ist. Okay. Die sind ja alle voll stark. Machen die dann auch was, wenn sie zerstört werden? Ja, wie gesagt, wenn sie zerstört werden, dann kann ich ein verbanntes Teil wiederholen. Ah ja. Ja. Das geht. Gut, dann werde ich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie was gegen dich tun kann. Wie viel hat die Verteidigung? Moment, da ist gerade was wegen der Gärtnerei. Da haben wir, glaube ich, was falsch gemacht. Wenn die Gärtnerei eine permanente Zauberkarte war und bei ihrer Aktivierung keinen Effekt hatte, kann der Torwächter von Wind und Wasser nicht verwendet werden. Einmal pro Kette, wenn der Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte, also Zauberfallenkarte oder ein Zauberfalleneffekt auf dem Spielfeld aktiviert. Habe ich doch gemacht. Ja. Würde ich sagen, habe ich gemacht. Okay. So, ich war dabei, was zu specialen. Ich würde tatsächlich auf Aromagister Majoran gehen. Mhm. So, dann bekomme ich durch den noch 500 Punkte dazu. Okay. Und darf dann jetzt auch durch ihren Effekt suchen. Ich darf jeden Effekt von ihr einmal pro Spielzug verwenden. Mhm. Okay. Ich glaube, ich muss mir die gleich eh nochmal dreimal durchlesen. So, Aroma Seraphie Engelwurz. Die ist im Grunde eine Handtrap, die kann ich als Schnelleffekt abwerfen und dann an ein Aromamonster im Friedhof wählen und dann bekomme ich Life Points in Höhe der ATK des gewählten Ziels. Und wenn sie im Grave ist und ich ein Aromamonster kontrolliere, kann ich sie spezial beschwören, wird aber verbannt, wenn sie das Spielfeld verlässt. Deswegen aktiviere ich jetzt den Effekt und wähle im Friedhof. Mhm. Ich glaube, ich hatte nur Lorbeer. Jo, dann wähle ich Lorbeer. Und bekomme 800 Life Points dazu. Okay. So. Da ich jetzt Life Points bekommen habe, die Majoran hat nämlich zwei Effekte. Wenn ein Pflanzenmonster von mir durch Kampf zerstört wird, kann ich die Special noch nicht bekommen für Life Points. Außerdem, falls ich Life Points erhalte, kann ich Karten wählen in Höhe der Anzahl der Aroma-Monster, die ich kontrolliere und sie verbannen. Mhm.
wähle Karten im Friedhof deines Gegners. Also. Diesen Effekt würde ich jetzt noch aktivieren, weil ich Life Points bekommen habe. Okay. Ich gehe mal ran. Oh, du hast ja gar nicht mal so viele. Deswegen verbanne ich aber die beiden Zauberkarten. Okay. Dann im Friedhof den Effekt von Engelwurz. Ich muss was wählen, ne? Oder muss ich nur mehr Life Points haben als du und kann dann sie specialen? Ja, genau, ich kann sie dann einfach specialen. Dann will ich jetzt was specialen. Mhm. Und dann mache ich eine Synchro-Beschwörung. Wow. In Aromaseraph Süfer Majoran. Und die hat auch einen sehr coolen Effekt. Solange ich mehr Life Points habe als du, kannst du meine Pflanzenmonster, die ich kontrolliere, nicht als tiefe Karteneffekte wählen. Hm. Dann hat sie noch zwei weitere Effekte. Ich kann nur einen pro Spielzug verwenden. Wenn sie Synchro beschworen wird, kann ich entweder einen feuchte Winde, trockene Winde oder gesegnete Winde vom Deck der Hand hinzufügen. Außerdem, falls ich Life Points erhalte, kann ich eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert und sie zerstören. Ich würde jetzt erstmal suchen wollen. Ich muss aber hier den Engelwurz noch eben verbannen. Die gesegneten Winde. Die möchte ich dann jetzt einfach mal so random hier hinlegen. Und was hat die Verteidigung? 100. 100. Macht sie was, wenn ich sie zerstöre? Nein, wie gesagt, die macht nur was im Friedhof. Also ich kann sie im Friedhof verbannen und dann mir wieder einen Teil auf die Hand holen. Ah, okay. Keine Ahnung, was du damit machst. Ich gehe mal in die Battle Phase rein. Mhm. Also 100 sagst du, ne? Ja, 100. Und greife damit Jasmin sie an. Wow. Ja, okay, dann du bist. Okay, dann draw. Stand by Main. Mhm. In deiner Standby-Phase würde ich gerne was aktivieren wollen. Mhm. Nämlich einmal meine gesegneten Winde. Und möchte auch direkt den Falleneffekt aktivieren. Also sie hat drei Effekte. Ich kann ein Pflanzenmonster von der Hand oder offen von der Spielseite auf den Friedhof legen und dann erhalte ich 500 Life Points. Mhm. Oder ich kann ein Pflanzenmonster auf den Friedhof wählen und ins Deck mischen, dann erhalte ich 500 Life Points. Oder ich kann 1000 Life Points bezahlen und ein Aromamonster aus dem Grave spezial beschwören. Und das letzte würde ich gerne aktivieren, indem ich 1000 bezahle. Okay, gut, dann chaine ich halt mit den Wind und Wasser wieder an. Ach, er kann Zauber unfallen, ne? Ja, Zauber unfallen. Ja. Na, dann willst du wahrscheinlich schon direkt die Aktivierung annullieren, oder? Ja. Ah, das ist natürlich blöd. Da kann ich, glaube ich, gerade gar nichts machen. Ich dachte, das war eine Zauberkarte. Hm, ja, dann. Okay, schade. Schade, aber auch so. Aromor-Monster sind durch sie unaffected, ne? Oder können nicht gewählt werden? Also meine Pflanzenmonster, die ich kontrolliere, können nicht gezielt werden. Und durch sie können sie nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Rechnen, rechnen. Rechnen, rechnen. Kommt das hin? Ich glaube, das kommt hin. Ich aktiviere Ryoko Wächter. Mhm. Falls du weniger LP hast als dein Gegner. Kriege ich so gerade eben hin. Ja. Wähle ein Monster mit Torwächter in seinen Grundnamen. Der heißt Torwächter, ich wähle ihn. Dass du kontrollierst, halbiere die LP deines Gegners. Dann erhält jenes Monster ATK in Höhe der LP deines Gegners. Jetzt gibt es tatsächlich schon mehrere Beschwerden wegen den Effekten, wegen den Annullierungen. Ich würde dann tatsächlich einmal dann doch Dirk fragen. Okay. Drückst du die Klingel? Ja. Der nimmt die Aktivierung nicht. Nur den Effekt. Der kann doch auch die aktivieren. Ja, doch, die bleibt auf dem Feld. Also, du kannst jeden Effekt annullieren. Aber auch die Aktivierung annullierst du, oder? Du kannst jeden Effekt annullieren. Ach so, ja, ich dachte auch. Ich glaube, es hat sich mittlerweile geklärt. Die Sache ist, ich habe gesegnete Winde aktiviert und da dann den Torwächter drauf gemacht. Kann er dann, also bleibt die Karte oft auf dem Feld liegen? Also da steht ja nur annulliert, jeden Effekt. Ah, die Geschichte. Ja. Ah. Okay, dann verstehe ich auch gerade das mit der permanenten, weil die wird ja nicht zerstört, die wird annulliert. Ja, ja genau, also das bringt effektiv halt nicht so wirklich was. Okay, gut. Okay, gut. Dann würde ich auch einfach mal die, danke Dirk, ja. Die Aromagärtnerin zurückhalten. Tut mir dann leid, ja. Ja.
Das war dann. Jetzt wissen wir auch, was gemeint war. Ja. Danke, Chat, ihr bekommt Applaus. Ja. Wir haben den besten Chat. Ja, die hören das, wenn die Klinge gedrückt wird, ja. Spieldrache. So, okay. Dann muss ich nochmal wissen, was die nochmal konnte. Falls ein Aromamonster genommen oder gespecialt wird, dann kann ich mir 1000 Life Points geben. Und außerdem, wenn du mich angreifst und ich weniger Life Points habe als du, kann ich ein Aromamonster vom Deck spezial beschwören. Okay, gut. Das okay. So. Dann waren wir jetzt mit ihr hier beschäftigt, ne? Ja. So, wie gesagt, ich wähle ein Torwächtermonster. Mhm. Dann wird dir die Hälfte, dann werden deine Lebenspunkte halbiert. Und er kriegt die Hälfte, also er kriegt dann deine LP, die du dann noch hast, obendrauf als ATK. Alter. Die Hälfte da oben. Die Hälfte, ja, genau. Ich mach das so selten. So, das heißt, er kriegt dann 8225 obendrauf. Ich würde dann anschließend in die Battlephase gehen. Ja. Und einmal angreifen. Du hast jetzt nur die. Du kannst ja gerade auch nichts annullieren, ne? Oder kannst du was annullieren? Ja, ich kann halt einmal pro Kette, wenn der Gegner eine Zauberfallenkarte oder einen Zauberfalleneffekt auf dem Spielfeld aktiviert. Ah, okay. Also bin ich dann mit einmal tot, oder was? Du bist dann, wenn ich mit den Torwächter von Wind und Wasser sie angreife, solltest du kaputt sein. Weil okay, dann schließlich hat er ja die ATK nochmal oben drauf gekriegt, die du noch als Lebenspunkt hast. Ding, 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 ding. Boom. Ja. Nicht schlecht. Deswegen habe ich gesagt, ja, gib dir mal ruhig die Lebenspunkte, ich kann damit leben. Ja, gut. Ja, ja gut, das mit... kannst jeden Effekt annullieren. Ja, okay. Der Effekt wird nur annulliert, nicht zerstört. Wissen wir dann fürs nächste Duell. Ja. Ist ja nicht schlimm. Also Torwächter Pro auf YouTube, bitte beruhig dich, ruf nicht die Polizei, leg das Handy wieder weg. Licht weg! Also gut. Hättest du was in dem Stell aktivieren können? Ah, ne, hätte ich nicht. Okay, gut. Dann also, du hättest es mir bestenfalls annulliert. Vielleicht. Wenn es auf dem Spielfeld liegt. Sehr wichtig. Nein, so viel das Unheil. Okay, dann würde ich diesmal anfangen. Okay. Okay. Ah ja. Was muss ich damit denn machen? Das musst du wissen. Ja gut. Ich normal beschwöre. Den üblen Dorn. Den üblen Dorn kann ich als Tribut anbieten. Und dir 300 Schaden machen und dann kann ich zwei weitere Überdornen aus dem Deck spezial beschwören. Den Effekt möchte ich aktivieren. Okay. Haha. So, habe ich schon mal weniger Lebenspunkte. Ein Überdorn. Und zwei üble Dornröschen. Da sieht übel aus. Besser wird es dadurch jetzt aber trotzdem nicht. Ich mache eine Link 2. Mhm. Gehen Yasemin. Jawohl. Dann möchte ich einmal meine Rika-Prinzessin spezial beschwören. Die kann ich einmal pro Main-Phase spezial beschwören. Ich kann aber dann in den Spielzug, wenn sie offen liegt, also ich kann, solange sie offen liegt, nur noch Pflanzenmonster spezial beschwören. Hm. Aber das... fällt dir schwer. Das stört mich nicht. Ach so. Ich aktiviere den Effekt von Yasemin und tributiere die Prinzessin, um aus dem Deck zu specialen. Okay.
Gibt es denn irgendwas, was mir jetzt Lebenspunkte generieren kann? Das wäre ganz nice. Mhm. Hm. Lebenspunkte finde ich auch nice. Du bist böse. Nein. Aber cool böse. Okay. Jetzt gibst du der Carrie auch noch recht, dass ich böse bin. Das finde ich nicht gut. Ich mag die Karte ein bisschen, deswegen spiele ich die jetzt einfach ohne Sinn und Verstand. Ich spiele Katzenmais. Katzenmais? Katzenmais ist cool, weil wenn Katzenmais gespecialt wird, solange ich keine Karte in der Spielfeldzone habe, kann ich mir eine Spielfeldzauberkarte vom Deck hinzufügen. Und falls die Karte durch Kampf oder Kartenfeld zerstört wird und auf Friedhof gelegt wird, kann ich einen Spielfeldzauber von meinem immer Friedhof wählen und meine Hand hinzufügen. Okay. Ja. Ich würde jetzt erstmal was adden. Jetzt hast du ihr recht gegeben. Pflanzenfan ist auch da. Schön, dass du da bist, Pflanzenfan. Warum hätte ich mir Aromagärtnerei? Die ist nicht legal. Aromagarten brauche ich. Aromagarten ist eine Spielfeldzauberkarte. Die ist nicht legal. Nur Original ist legal. Den würde ich dann jetzt auch einmal aktivieren wollen. Der sagt nämlich einmal pro Spielzug, wenn ich ein Aromamonster kontrolliere, kann ich 500 Lebenspunkte bekommen. Und außerdem bekommen alle Monster, die ich derzeit kontrolliere, dann 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Außerdem, wenn ein offenes Aromamonster, das ich kontrolliere, zerstört wird durch Kampf- oder Karteneffekt und auf den Friedhof gelegt wird, bekomme ich 1000 Life Points. Also, ich gebe mir die 500 Lebenspunkte. Aha. Gibst du oder nimmst du? Oh, sorry. Nein, jetzt nimmst du dir wieder. Ja. Es ist so ungewohnt, dass ich Lebenspunkte bekomme. So, da ich Lebenspunkte bekommen habe, darf ich wegen Jasmin suchen. Mhm. Außerdem kriegt die einen Push und der da unten bekommt auch einen Push. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es macht Spaß. Ich hätte gern ein Engelwurz. Ich mag Engelwurz. Dann kannst du, glaube ich, einmal abheben. Das war es dann nämlich schon mit meinem Spielzug. Wow. Mhm. Okay. Okay, dann fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir jetzt hier? Solange ich mehr Lebenspunkte habe als du, beschützt die alle Monster aus, die zeigt und sich selber durch Kampf. Mhm, die haben gerade alle einen Push von 500 ATK und Dev. Okay. Wenn Monster durch Kampf oder Karten. Nee, durch. Wenn ein offenes Aromamonster durch Karten. Nee, zerstört werden würde durch Kampf- oder Karteneffekt und auf dem Friedhof gelegt wird, kriege ich 1000 Life Points. Okay, aber Damage haben wir trotzdem durchgeführt. Okay. Mhm. Und sie konnte auch was bei Zerstörung? Ja, kann dann ein Field Spell vom Grave Mana hinzufügen. Okay, dann gehe ich meinen Draw, Standby und Main Phase. So. Dann würde ich erstmal Labyrinthmauer Schatten aktivieren. Aha. Folgendes: Monster können nicht in dem Spielzug angreifen, in dem sie beschworen wurden, außer Monster, deren Grundstufe 5 oder höher ist. Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase, du kannst einen deiner Sangha, Kasejin oder Zul'jin, der verbannt ist oder sich in deiner Hand oder in der Deck befindet, offen als permanenter Zauber in deiner Zauberfallenzone legen. Am Beginn der Battle Phase deines Gegners, du kannst ein Monster mit weniger als 1600 ATK wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Weniger als 1600? Weniger als 1600, das haben wir momentan nicht. Nee. Okay, ist aber nicht schlimm. Dann würde ich einmal Labyrinthmauer Schatten aktivieren, den Effekt. Um zu suchen, ne? Ja, richtig. Ist okay. Ist okay. Dann mal schnell check. Dann würde ich mir einen Kasejin reinlegen. In den Grave? Nee, in den Grave. Die Zauberfallenzone. So. Als nächstes würde ich Fusionsentsendung aktivieren. Ja. Dann zeigst du mir wieder den von gerade. Genau, den Vereinigten Torwächter. Ja. Und dann hole ich mir
Wo ist er? Noch ein Kase-Gin. So. Dann haben wir schon mal das. Dann würde ich als nächstes... so viel hast du diesmal gar nicht, ne? Nee. Schade. dann würde ich als nächstes Torwächter von Donner und Wind beschwören, indem ich halt die beiden verbanne. Ja. So. Dann würde ich seinen Effekt aktivieren, mir eine Zauberfalle adden, die einen von den Teilen erwähnt. Ja. Und dann nehme ich mir... Macht das überhaupt so viel Sinn? 2300... Meine Mathematikkünste mich nicht täuschen, dann sollte das immer noch reichen. Ryoko Wächter. Der Ryoko Wächter. Die Frage oder Fragen? Weggefegt, sagt, das geht nicht. Hat sich das dann darauf bezogen? Oder sagt, er muss für sonst beschworen werden, mit denen, in denen du die oben verbannst? Aber es wäre dann durch seine... Wenn du die aufgeführten Karten verbannst. Aber die hast du ja mit Fusionsinseln weggelegt, oder? Ah, die ich kontrolliere. Ich habe den Sanga habe ich ja nicht kontrolliert. Stimmt. Den Sanga habe ich nicht kontrolliert. Dankeschön. Danke, danke. Ja, gut. Dann kommt der auch wieder dahin. Ja. Oder eine Fusionsentzündung? Ja, die habe ich ja, damit habe ich den Kase-Gin ja geholt. Ah, ja. Ja, aber dann Misplay. Gut. Dann mache ich das gesegnete Schwert. Ja. Verbanne den Zui-Gin, ziehe dann zwei Karten. Jawohl, geht ja. Ach ja, ich hätte das ja auch trotzdem noch anders machen können. Weil. Genau, das geht trotzdem mit dem hier. Ja. Gut. Wir haben noch gut 16 Minuten. Ja, alles gut. Ich wollte jetzt auch keinen Druck machen, ich wollte nur was dazu zu meinem Deck sagen. Also mein Deck möchte eigentlich nicht gewinnen, es möchte einfach nur, dass der Gegner an Altersschwäche stirbt. Aber das schaffe ich auch mit meinem Zug selber. Okay, dann mache ich Folgendes. Das kann ich aber allerdings machen, weil das auch von der Hand geht. Ja. Dann kann ich die drei Teile kann ich verbannen, um dann den Vereinigten Torwächter zu rufen. Mhm. Der Vereinigte Torwächter, der sagt, ich lese mal schnell vor. Wenn ein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr Karten, die du kontrollierst, als Ziel wählt, Schnelleffekt, du kannst jeden Effekt annullieren. Und falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Du kannst diesen Effekt von Vereinigter Torwächter nur dreimal pro Spielzug verwenden. Nur dreimal. Ganz wichtig, da steht da. Falls diese offene als spezialbeschworene Karte, die ihren Besitzer kontrolliert, das Spielfeld durch eine Karte deines Gegners verwendest, du kannst ein Torwächtermonster Stufe 11 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Extradeck beschwören. So, das sagt er. Dann habe ich hier den Doppelangriff Wind und Donner. Mhm. Falls du ein Torwächtermonster kontrollierst, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie während deiner Mainphase. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, füge deine Hand, ein Sanga, bla bla blub, der Hand hinzu. Wie gesagt, die aktiviere ich erstmal. Ja. Dann wähle ich sie. Und dann würde sie zerstört werden. Alles klar. Ja. Gut. Dann haben wir das. Dann verlieren auch deine Monster den Push, richtig? Nee, tun sie nicht. Steht sogar drauf, falls die Karte das Spielfeld verlässt. Also, okay, das passiert trotzdem nicht. Aber der Push ist bis zum Ende des
Until the end of your opener's next turn. Also okay. Bis zum Ende deines Spielzugs. Dann sette ich einmal diese Karte. Gehe in die Battle Phase. 2-3 hat die. Ja, dann greife ich einmal mit 2400 sie an. Dann würde ich einmal auf die Angriffsdeklaration meinen Engelwurz aktivieren. Ich kann den abwerfen und dann kann ich ein Aromamonster. Oh, im Friedhof werde ich den. Ich habe noch gar kein Aromamonster. Aha, ich muss den im Friedhof wählen. Okay. Das heißt, der muss erstmal zerstört werden. Geht das überhaupt? Wieso nicht? Also nur die Monster auf diese zeigt, ne? War ach ja, genau. Stimmt, sie selber auch Monster auf diese Zeit. Ja, okay, genau. Gut. Dann verlierst du nur 100 erstmal durch ihn. Ja. Und dann nochmal 3750, schnelle Mathematik. 1450 verlierst du nochmal durch den für einen Torwächter, wenn du da nichts gegen machen kannst. Nee. Ja. 1450. Viel gerechnet hier. So, also, die hatte ich ja gerade gesetzt. Ja. Und dann bist du erstmal dran. Alles klar. Ich muss nochmal was nachlesen. Ja, doch. Ich brauche ein Aroma-Monster im Friedhof. Draw. Standby-Phase und Main-Phase. Ich aktiviere den Effekt von Jasmin und wähle meine, ja, oder tributiere meinen Katzenmais zum Specialen. Der konnte nur Zieleneffekte auf deine Monster oder auf deine Karten. Meine Karten. Annullieren, ja. Eine oder mehr Karten, die ich kontrolliere. Und das nur dreimal. Nur dreimal? Nur dreimal. Müssen wir ja mal erwähnen. Ja gut, dann, was sagt sie nochmal? Monster der Stufe, also der Grundstufe 5 oder höher, können nicht angreifen im selben Spielzug, wo sie beschworen wurden. Ja. Stufe 5 oder höher oder Stufe 5 auch niedriger? Oder, also außer Monster. Außer Monster, deren Grundstufe 5 oder höher ist. Ja. Okay. Können nicht im selben Zug angreifen. Und am Beginn der Battle Phase deines Gegners, du kannst ein Monster mit weniger als 1600 ATK wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Ganz unten. Das setze. Am Beginn der Battle Phase deines Gegners, du kannst ein Monster mit weniger als 1600. Okay, cool. Dann gehe ich mal auf Modell, Generator Boss des Lichts. Und sie sagt, wenn sie genau gespecialt wird, kann ich meiner Hand eine Generator-Karte oder ein Pflanzenmonster vom Deck hinzufügen. Das würde ich gerne aktivieren. Ja. Okay. Ich bräuchte irgendwie mal wieder Life Points. Ja, ruhige Life Points. Nee, also ich bin ja seriously darauf angewiesen. Auch so nix. Ja, dann gehe ich auf meinen Aromagesser Lobby. Okay. Ich meine, mit den kleinen Monstern will ich sowieso nicht angreifen. Lass mal loben. Dann normal beschwöre ich meinen Lorbeer. Ist die Beschwörung okay? Ich würde den alten Mann rufen. Der alte Mann sagt feierliches Urteil. Nein. Raus mit den Viechers. Alles klar. Dann durch zwei. Da habe ich irgendwie eigentlich kennst du das von mir. Irgendwelche dummen Flashbacks auf jeden Fall. Du hast die Beschwörung annulliert, das heißt, er war nicht auf dem Feld und ich bekomme keine 500 Life Points. Okay.
Aber ist auch okay, dass er jetzt im Grave liegt, weil dann kann ich jetzt den Effekt von Aroma Seraphie Engelwurz aktivieren und meinen Aromagister im Grave wählen, sie abwerfen und 800 Life Points bekommen. Okay. Nein, immer noch plus. So, und da ich Life Points erhalten habe, darf ich durch das Min suchen. Mhm. Ja, genau, suchen. Ein Pflanzenmonster. Dann nehme ich mir einfach mal die Rika-Prinzessin. Kannst du so irgendwie meine Monster zerstören? Nee, ne? Nein. Nur und wenn ich ihn zerstöre, kannst du dir einen Torwächter aus dem Grave holen. Oder aus dem Extra-Deck. Oder aus dem Extra-Deck. Ja. Nur dreimal allein. Ja, okay. Wählt, alle wählen hier. Achso. Ja, komm, ich vertraue dir mal. Ich bin leider auch noch nicht ganz so bewandert mit dem Deck, muss ich dazu sagen. Alles gut. Und der hat einfach 3750 Punkte. Nur. Ich kurz ihm Doppelstrahl. Und nur dreimal seinen Effekt. Den Tributeffekt habe ich schon benutzt. Da muss ich irgendwie drüber. What say the watch? Die sagt noch knapp 8 Minuten. Ja, der ist dumm. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Wenn ich wähle, annullierst du mir das? Maybe. Also muss ich irgendwas machen, was du mir nicht annullieren kannst. Also maybe. Sprich ein Boardwipe oder sowas. Das. Du zerstörst, war das, ne? Oder ne, annullieren war das, ne? Annullieren und falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Ich könnte den machen. Ne, kann ich nicht. Der geht. Ich aktiviere den Effekt von Aroma Seraphie Engelwurz. Sie sagt, wenn sich die im Friedhof befindet, kann ich sie spezial beschwören. Mhm. Wenn ich, solange ich mehr Life Points habe als du, kann ich sie specialen, aber wird dann halt verbannt, wenn sie das Spiel verlässt. Okay. Dann mache ich eine Link 5 Beschwörung tatsächlich. Okay. Mit ihm auch dazu. Okay. Also, nur so. Genau. Auf die Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Mhm. Das ist soweit legitim, glaube ich. Macht der irgendwas? Nein. Nicht? Der macht nichts. Gut. Dann würde ich einfach mal in die Battle Phase reingehen. Okay. Und mit der Göttin angreifen für 3000. 600. Und 600. Geht das überhaupt? Weil der hat ja keine Stufe. Also sie hat keine Stufe. Der Grundstufe 5 oder höher. Dürfen nur angreifen. Ich lese es noch. Außer der Monster, der eine Grundstufe 5 oder höher. Ja, ist allgemein, also kann ich nicht angreifen, würde ich sagen. Okay. Gut. Dann setze ich eine Karte verdeckt und du bist dran. Okay, gut. Dann kriegst du keinen Schaden. Und seinen Effekt konnte ich auch nicht aktivieren, weil er ja nur durch eine Beschwörung, nicht durch eine Karte von dir weggehauen wurde. Korrekt. Okay. Dann Draw. Standby Main.
Okay. Dann würde ich sie verbannen, um mir ein Monster wieder auf die Hand zuzufügen. Ja. Dann. Würde ich den Effekt aktivieren, um mir nochmal ein Monster aufs Feld zu holen. Okay. Also in die Zauberfallenzone meine ich. Hole ich mir den Sanger. Ja. Gehe dann mit den beiden wieder in die Kontaktfusion. Ja. Auf Donner und Wind. Seinen Effekt gerne aktivieren. Auf die beiden Verband, Entschuldigung. Dann würde ich seinen Effekt gerne aktivieren. Das war Zauberfalle suchen. Zauberfalle suchen. War das auch der Negator? Nee, ne? Nee, das war nicht der Negator. Kannst du aber, glaube ich, machen. Ich kann das, glaube ich, mit der nicht annullieren. Nee. Kannst du machen. Okay. Was war nochmal mit ihr? Ich kann die Effekte alle auf einem Monster annullieren, die der Gegner derzeit kontrolliert. Außerdem, wenn du einen Revive-Effekt machst, also vom Graveheart Reborns, kann ich das annullieren als Schnelleffekt. Okay. Ich habe mir sie hier genommen, ne? Ryoku Wächter. Und dann würde ich auch Ryoku Wächter direkt aktivieren. Ich habe weniger Lebenspunkte, das heißt, die wird die Hälfte abgezogen, weil ich habe ihn gewählt übrigens, Torwächter, ne? Ja. Und er kriegt dann die übrig gebliebene ATK nochmal oben drauf. Ja, okay. Wie war das nochmal? Du bekommst Live-Points oder die Differenz, oder wie war das? Genau, nein, also das, was du, also hier steht, wähle ein Monster mit Torwächter in seinen Grundnamen, das du kontrollierst, halbiere die LP deines Gegners, dann erhält jenes Monster ATK in Höhe der LP deines Gegners. Also sprich, das, was noch übrig bleibt. Ah, okay, ja. Ja. Und dann? Ja, wollen wir das durchführen, weil sonst würde ich in die Battleface gehen. Du kannst gerne in die Battleface gehen. Ja. Willst du angreifen? Ja, erstmal müssen wir die Hälfte. Du halbierst mich, oder was? Genau, ich halbiere dich. Habe ich noch nicht gereiht. Und du bekommst dann die Hälfte von ihm dann oben drauf, ne? Genau, richtig. Ja. Das reicht nur nicht ganz. Aber ich gehe ja, wie gesagt, trotzdem in die... Nein, ich gehe noch nicht in die Battleface. Ich kann nämlich ihn hier noch verbannen. Und dann? Und dann kann ich mir... kann ich mir nochmal einen Teil der Hand hinzufügen. Okay. Ein Verband hast, ne? Genau, dann nehme ich mir Kazajin, würde dann nochmal in eine Kontaktfusion gehen mit allen drei Teilen. Ich möchte darauf was ankennen. Achso, okay. Ach, dann heißt es Kontaktfusion. Das bildet keine Kette, ja. Genau, richtig. Ja, ich dachte noch vorher. Ja. Okay. Dann hole ich den Vereinigten Torwächter, der ist wieder der Negate für wählende Effekte. Ja. So, und dann gehe ich in die Battleface. Ja. Und dann haue ich dich einmal mit denen auf sie. Da kriege ich wie viel Schaden? Ja, 3875, die Differenz davon, das heißt 3375. Okay. Ja. Und dann würde ich nochmal auf die Integration aktiviere ich gesegnete Winde. Und gib mir, ich kann nichts machen. Hast gewonnen. Okay. War jetzt ein bisschen durcheinander am Ende, ja. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja. Ja. Ja, Kimi ist heute auch hier tatsächlich. Aber ich sage erstmal, danke fürs Duell. Schön, dass du wieder da warst. Ja. Man hat gesehen, dass deine Strategie sehr gut gegen meine ankommt. Wow, war ein Zufall, ne? Konnte ja nicht wissen, was du spielst. Und, ja, ich muss das Deck auf jeden Fall noch ein bisschen besser lernen. Ich weiß das und ihr braucht es auch nicht in die Kommentare schreiben. Deswegen sagen wir jetzt ciao, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.